Mein Name ist Gabo Heindl, ich bin Architektin, Stadtplanerin, aber auch, möchte ich gerne sagen, Aktivistin für den öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum ist essentiell für eine demokratische Gesellschaft. Er ist der Ort, wo wir jedenfalls auf andere Menschen als unsere Peer Group und unsere Familie oder unsere Nachbarn treffen, nämlich einfach wirklich unerwartet, zufällig, kontingent uns mit Menschen auseinandersetzen können, dürfen, müssen. Man muss nicht alle mögen im öffentlichen Raum, aber wir müssen einen Weg finden, damit miteinander umzugehen. Und das ist das Tolle dran. Also wir stehen jetzt am Dr. Karl-Lueger-Platz. Das ist ja ein Platz, der in aller Munde im Moment zu Recht ist, oder eigentlich schon seit Jahren, weil es ein Platz ist, der nach einem Mann benannt ist, also nicht nur benannt ist, sondern es gibt ja bei uns im Hintergrund eine sehr hohe Statue, wo ganz oben bis zu 20 Meter, so oberster Punkt, Dr. Karl-Lueger als Figur auch steht. Sozusagen, er wurde zum Bürgermeister, indem er Antisemitismus politisch gemacht hat, wirklich genutzt hat, um sich selbst auch seine Karriere zu bauen und zu zimmern. Und insofern ist da auch nicht umsonst, steht da Schande hinter mir, weil das viele Menschen sehr ärgert, dass das unhinterfragt so sein kann im Jahr 2021. Es gibt zwar eine kleine Tafel, so wie das oft im Moment auch gemacht wird bei problematischen Denkmälern, die im allerletzten Satz dann beschreibt, dass er eben auch dieser Antisemit war. Und gleichzeitig ist es aber für viele Menschen, wie man sieht, nicht ausreichend. Und entsprechend finde ich es eine gute Wahl, hier zu diskutieren über den öffentlichen Raum. Unsere Kommission, die war interdisziplinär besetzt, kam gemeinsam zu dem Schluss, dass was wir hier sehen, eine Ehrung dieses Antisemiten ist, ja, und dass es unbedingt zu einer Entehrung, sozusagen zu einem Ende dieser Ehrung kommen muss. Ja. Wie die nun stattfindet oder wie die aussehen wird, da gibt es naturgemäß ganz viele unterschiedliche Meinungen. Die Kommission kam auch zu dem Grund, dass jedenfalls diese Figur selbst von diesem hohen Sockel runterkommen muss. Und dafür hat sich natürlich die Kommission sehr explizit ausgesprochen, dass das unbedingt ein Platz auch sein soll, der der konstanten Bearbeitung heute in der Gegenwart von Antisemitismus gewidmet ist. Die Diskussion, die im Raum steht, ist, würde das bedeuten, sozusagen hier eine radikale Kontextualisierung dieses Denkmals und dieses Platzes, oder heißt es also in einer erweiterten Form, dass zum Beispiel wirklich die Figur ins Museum kommt, möglicherweise, man sieht ja vielleicht hier auch das Sockel selbst, der viel für die Errungenschaften aus dieser Zeit steht, könnte auch stehen bleiben. Ja? Man könnte sich auch fragen, wer könnte heute, 2021, auf so einem Sockel platziert werden, vielleicht wären das ganz andere Menschen. Ist ein total spannendes Thema, Denkmäler im öffentlichen Raum, und vor allem aber, dass wir öffentlichen Raum als veränderbar erkennen. Ja. Öffentlicher Raum muss nicht eingefroren sein und ist eigentlich ein Abbild unserer veränderten Diskussion. Es geht doch auch längst nicht mehr darum, sozusagen den Mann an der Spitze alleine zu ehren für etwas, was quasi vor 100 Jahren als Errungenschaft erledigt wurde. Ja. Sozusagen, wo sind denn die Ehrungen all der Menschen, die an der zweiten Hochquellwasserleitung mitgebaut haben. Jedes Denkmal ist ja nicht nur eine Platzbesetzung. Jedes Denkmal kostet auch ganz schnöde Geld, Wartung, Infrastruktur. Wir müssen uns schon auch überlegen, wie viele Plätze will ich denn besetzen mit einer sehr großen Statue im Zentrum und wer soll da draufstehen? Also das ist schon eine Verteilung also eine Raumverteilungsfrage, die hier sozusagen ja ganz klar im Moment noch gelöst ist und deswegen auch so umstritten ist. Ich meine, grundsätzlich ist ja die Diskussion um öffentlichen Raum im Moment so heiß wie nie. Also gerade wenn wir uns überlegen, Platzverbot am Chaosplatz, Donaukanal, wer hat's da, wer darf da nicht, wann ist es zu viel, die Frage, wann sind zu viele Menschen im öffentlichen Raum, wird öfter gestellt, als ob es ausreichend öffentlichen Raum gibt.